die andere Seite, die dem Unerbittlichen nimmermehr nicht entgegnen will, durch Nachahmung des Transformierungsprozesses und dessen zeitweilige Hinausschiebung und Transmetaphorisierung, Vollziehung der Dissipation in die nächste Runde als Widerstandsaktion dagegen, die für die das kein Konzept oder keine Alternative darstellt, deren Möglichkeit, das Tödliche aufzuheben, besteht ebenfalls in Anerkennung dessen, was man nicht anerkennen kann, nämlich des unvermeidlichen Verstreichens eines nie mehr wiederkehrenden und am Ende endgültigen, verlorenen und uneinholbaren. Und gerade in diesem nichts daran ändern können, nicht einmal das denken zu können, was undenkbar ist, besteht eben der Versuch, das Tödliche, dem Tödlichen ein Schnippchen zu schlagen, dem Endgültigen aufzuheben, indem man dann im Verpassen, im absichtlichen Verpassen des Kairos, nicht mehr fortsetzt und weiß, herauszukommen aus den Wiederkehrschleifen des Tödlichen und somit jenes Parmenideische andere ewige erreichen zu können, sich vorstellt, eines ewigen, nicht mehr Zugzwangs des Lebendigen, sondern ein gedankenlos, ewiger, bodenloser Fall ohne Wiederkehr. Dann hätte man das Tödliche tatsächlich besiegt, im nicht mehr wiederkehren müssen. Kalimera, im nicht mehr wiederkehren müssen aus den Redundanzen.